Und damit schönen guten Abend, meine Damen und Herren, der leichten und seichten Unterhaltung. Da der Herr German User ja immer noch Probleme hat mit Division und wir immer noch nicht weitermachen können. Also an sich lohnt es sich eigentlich nicht weiter aufzunehmen, so wie es bei mir läuft. Ja. Okay. Ich kann wahrscheinlich von der Mission eh kaum was benutzen bei mir. Okay, hol es auf, oder? Ja, ich muss erst gucken, dass bei mir OBS wieder läuft. Also machen wir hier wieder aus. Ja, anscheinend. Okay. Dann haben wir eine Stunde wieder gespielt. Ja, liebe Leute, das war's dann. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal ohne Probleme wieder. Hab ich und Pascal beschlossen, uns einfach mal dem Far Cry-Projekt zurück zu widmen und dieses aufzunehmen. Tja, es ist leider schade mit Division, aber irgendwie ist da der Teufel mit drin. Jedes Mal, wenn wir da irgendwie was aufnehmen wollen, gibt es wieder Probleme. Entweder ist es von Oliver seiner Seite, dann ist es von den anderen ihrer Seite oder dann kann ich mal nicht. Weißt du, es ist... Ich verstehe es nicht, auf jeden Fall. Machen wir jetzt erstmal spontan hier Far Cry New Dawn. Das wollten wir eh schon vor Jahren gemacht haben, sind jetzt endlich auch mal dazu gekommen. Da werde ich nicht mehr viel sagen und wünsche euch viel Spaß bei diesem neuen Let's Play. Sie sind verhaftet. Eine gewaltige Stimme rief aus dem Tempel den sieben Engeln zu, geht eurer Wege und gießt die sieben Schalen mit Gottes Zorn über die Erde aus. Okay. Es ist vollbracht, Kind. Ist das das, was ich denke, was es ist? Boom! So ein Feuerball, Junge! Bam! Mein Name ist Kamina Rai. Der Tag meiner Geburt war der Tag, an dem die Welt unterging. An dem Tag sind wir abgehauen. Wir mussten ein neues Leben unter der Erde beginnen. Also fast. Ja, fast. Beinahe. Und Tod. Doch, in dem Bunker sind wir abgehauen. Ja, aber geht, ne? Ja. Ja, mit Fatim. Ich hatte da oben das Leben. Nee, Joseph. Nee, Joseph? John? Joseph, ne? Joseph hieß der, ja. Ja. Ich schon. John war ein Bruder von ihm. Genau, John war der mit der. Das war der von den Zeugen Jehovas. Genau. Ich hatte noch nie etwas so Perfektes gesehen. Oh, wie viele Blumen. Ist auch schon wie einfach die Sequenz reindrehen. Ja. Wir sollten still sein. Unsere kleine Gemeinschaft größer. Es war nicht immer einfach. Doch für eine Weile hatten wir Frieden und Wohlstand. Ich bin. Ich bezweifle diese Aerodynamik dieses Hauses, aber okay. Ein neues Leben. Eine neue Normalität. Wow. Doch. Ja, und was? Wie alles in der Welt. Ja? War es zu gut, um so zu bleiben. Die Highwaymen kamen aus dem Osten. Angeführt von zwei Schwestern. Zwillingen. Sie sagten, bis ich allein brenne, alles abbauen. Und sie haben Langeweile. Für sich allein. Wir hatten keine Chance. Sehen wir eigentlich wir die Chance? Uns alles, unser Essen. Weiß ich nicht. Du kannst dich das nicht fragen. Ich habe auch keine Ahnung. Wow. Wir brauchten ein Wunder. Und Taylor. Dann hörten wir den Namen Thomas Rush. In Rush we trust. Hallo. Ich bin's. Oh, und? Wer ist denn nochmal? Bambi. Nee. Bambi. Wo? Oh, scheiße, wie ist der nochmal? Mich zu Bilbo, nein. Borgmeat? Nee. Ey, was mit B, meine ich? Yusof präsentiert. Du bist zu schnell. Ein Ubisoft präsentiert. Gedonner von rechts. Eine Ubisoft Montreal Production. Fünf. Was, ey? Was? Far Cry. New Dawn. Nein, da steht Far Cry Copyright New Dawn. Copyright New Dawn. Ist genauso wie Turbo Diesel. Ja. Yeah. Ich glaube, hier brennt was. Ja, das kann gut sein. Hallo, Garrett. So. Oh, ich bin Captain. Scheiße. Wer ist die?
Ja, dann helf mir doch mal. Hallo. Captain! Captain! Scheiße! Sie kommen auf uns zu! Steh auf, Captain! Ja, dann helf mir doch mal, den Schrank wegzuziehen, Mensch. Ey, der Typ, der steht mit seinem Feuerzeug. Wir sind nicht in Phasmophobia und helf mir! Steh auf, Captain! Steh auf! Wenn du ich meine, du Idiot. Lockst du sie nur alle hierher. Das könnte Pascal sein. Hilf mir. Es ist dort 2 Sekunden, diesen Schrank aufzustellen, siehst du? Wir ja. Lassen den Captain nicht zurück. Yo. Guck. Eppa. Du ein kleiner Schrank. Ich bezweifle, dass er dafür 2 Mann braucht, aber egal. Verstanden? Mir gefällt deine Jacke. Deine Jacke. Deine große Stunde. Wir müssen uns bewaffnen, unsere Leute holen ja, ich gehe und deinen Weg hier rausfinden. Komm, lass mich getan. Der ist von den Hells Angels. Außer Macken, ich grieche nicht. Ich steige empor. Ja. So, lass mal Profi hier ran. Wo ist denn hin? Aus dem Wrack kriechen. Mein Gott, ich dachte, das war's. Wir müssen den Waggon mit den Waffen finden und ausrüsten, so viele Leute wie möglich sind. End of the line. Wir sollten alles abschreiben. Ich bin nicht normal, gehe schneller als die, wenn die rennen. End of the line ist die letzte Mission, geht der San Andreas. Der wurde von einem Kistchen erschlagen. Ein Sandsturm, really? Wo ist hier Sand? Sand. Ein Zettel. Nein, ich bin kein Fan vom Lesen, ich überspring das. Du hast so einen Zettel gefunden, ich bin einfach durchgerannt. Oh. Wie ich es immer mache. So wie du es immer machst, ja. Was soll ich denn jetzt machen? Oh, haben wir schon Neujahr? Ey, wir haben schon Neujahr, wie kann das denn sein? Wurfmesser. Plündern. Oh, ich habe ein Schild. Okay. Hey, nicht noch einer. Schild. Schild werfen, das will ich ausprobieren. Na komm, man kann ja so richtig. Achso, nee, das war vorher was offen. Marihuana! Bleib in der Nähe, Bart. Denkt an den Kämpfen. Wir sind noch nicht fertig. Bleib zusammen, such weiter. Ich hätte vielleicht uns ein bisschen absprechen sollen, wie wir lang gehen, damit wir. Ach, der Tür ist egal. Ist aber. Brennender Baum. Ja. Ich muss sagen, auf 4K Einstellung mit 5 FPS ungefähr. Ja. Ist die von schlechten Alter. Ich kann wieder treten. Ah, lesen. Oh, wiederbeleben. Wachmannsdienst oder was? Vom Umstehen hier. Wir sind noch nicht fertig. Hallo. Hallo. Ich bin Captain. Ich bin Captain. Wer ist eigentlich was? Dieser eine Typ da. Boah! Aua! Ich hab grad einen Typen mit dem Messer einmal in die Kehle und dann unter den Kiefer gestochen hier. Oh, ich hab die Pistole im Molotow-Cocktail gefunden. Oh. Ich hab wieder was zum Lesen gefunden. Aber ich lese das nicht. Ich hab auch schon 3 Sachen zum Lesen gefunden. Ja, 2 Sachen. Hier liegt ein toter Hund. Oh. Headshot. Ja, ich hätte nicht machen sollen. Schreit mir. Ja, guck, du kommst Schütze. Was wollt ihr eigentlich? Aua. Sniper Elite. Achso, das ist heilen. SRG ist also heilen. Ey. Hast du davon, dich mit den Highwaymen anzulegen? Der ist von mir, oder? Ja. Sind die von mir? Wer ist von mir, von euch? Headshot. Das hast du davon, wenn du dich mit dem Captain anlegst. Lies. Hope Country. Kennst du es noch? Oh, Hope Country. Ja. Das bin ich auch noch gar nicht. Ich guck mir hier alles ganz genau an. Ich bin gerade im richtigen Kampfgefecht, weil ich außerdem einen umgebracht habe. Oh. Wer ist denn jetzt eigentlich schwer, Leute? Bitte nicht so durcheinander. Ein bisschen geordnete Kammer. Vielleicht. Ich will auch eine Knarre. Ja. Ich renn mal. Achso, wir sollen auch rennen. Jetzt hab ich euch verstanden.
Pick down. Taktisch ausweichen. Oh, boah. Mit dem Messer in die Achsel reingestochen. Wie gefallen die Takedowns? Ohne Nahkampfwaffe. Zum Kloppen. Hä, von wo komme ich da? Ist es warm? Oh mein Gott. Hey! Doc! Boah! Feind entdeckt! Aua. Also, ich soll. Aber bleib in Deckung! Ganz kurze Frage: Wo kommt hier Sandstorm her? Ich weiß nicht. Headshot! Halt still da oben! Oh, da kommen ja mehr. Er muss zum Fluss rein. Ich muss zum Fluss rennen. Und oh, bong. Entkomme zum Fluss, scheiße. Ich muss mich zurückziehen. Ich bin noch kein. Oh, der ist blau. Ja, ja, ich renne ja schon. Hier geht alles in Flammen. Wir müssen weg. Ja, ich renne auch schon. Sturm wird schlimmer. Ich hab Sand in den Augen. Ich hab Sand in den Augen. Es gibt viel zu tun. Los, zum. Ja, ich sehe ja gar nichts. Hallo, recht. Hat's auch recht. Ihr seid das Problem. Da ist der Sandsturm, von dem Pascal gelabert hat. Vorsicht! Na, rankommen. Oh, da geht's ein bisschen runter. Finger weg vom Abzug. Sieh hinter, was ihr wollt. 1, 2, 3, 4, 5. Ganz viele Menschen. Hallo. Verdammt, frohe Weihnachten, Leute! Ich dachte, wir hätten Neujahr. Wie sollen wir jetzt Weihnachten? Hat uns einen ganzen Zug voller Geschenke gebracht. Kann ich auch nicht entscheiden. Was haben wir denn hier? Ein Motorhotel. Ich muss euch Häschen eine Frage stellen. Was habt ihr gedacht, würde passieren? Hart in einem fetten Zug an. Überall schwarzer Rauch. Und wir sollen nichts merken. Was wollt ihr? Bei uns. Wir wollen wissen, ob ihr Problemlöser seid oder Problemmacher. Welch willst du töten, die linke oder die rechte? Beide. Unser Papst sagte, ach Mann, ich dachte, wir teilen uns die Beute. Ach so, dann nehme ich die am Großkotzen. Das sind Zwillinge, Pascal, die sind gleich. Ja, ach. Dann nehme ich die mit dem komischen Panzerschild davon. Ja, okay. Ihr kriegt alles bei uns. Ich werde dich töten. Ich hab dir gerade ins Ohr geflüstert. Dein ist tot. Bist du da schon? Nein, ich. Die sind hier gerade uns ein Glück zusammen machen. Ja, da wirst du gleich sehen, eine tot. Was man mit solchen macht. Problemmacher müssen gelöst werden. Mhm. Der Alte hat einen Haufen Probleme gelöst zu seiner Zeit. Scheiße, ja. Also, Häschen. Seid ihr Problemlöser oder Problemmacher? Wir lösen Probleme. Wir haben schon Probleme im ganzen Land gelöst. Wir besorgen Trinkwasser, bauen Häuser. Wir können euch alles beschaffen, was ihr braucht. Halt's Maul! Ihr könnt das Haus bauen? Nun. Oh, schwarzer Bildschirm, ich hab 67 FPS. Geil. Aber Rush hier. Ja, was passiert? Ich erlebe gerade Runde Wus mit Far Cry 5. Du hast gesehen, warum. Ach, fick dich doch. So hätte ich es auch gesagt. Okay. Wer ist Kamina? Ich weiß es nicht. Falsch über was denken können. Oh,
mit dem Motorradhelm gekillt. Ich finde geil, wie er für die büßen, also für den anderen büßen muss, weißt du? Ja, ja. Ist wie im Bonzentum. Nochmal von vorn. Ja, mal. Hilfst du dabei, unsere Probleme zu lösen, Mr. Rush? Geile Grafik. Hm. Alter. Okay. Bist du schnell? Ja, ich warte doch. Ist die Sache beschäftigt, ihre Frau. Tschüss. Er hat mich ins Wasser geworfen. Mhm. Ich habe meinen Hinterkopf an einen Stein geschlagen und bin nun tot. Guck, da schwimme ich. Tot. SSD ist da. Keine Ladezeiten. Hallo, Fräulein. Ach, das ist Kamina. Ah. Ich kenne dich aus dem Zug. Du bist der Captain vom Sicherheitsdienst, oder? Du weißt, was ich meinte mit ich liebe Farko vom Flashback. Warte, ich hab noch hier Katzi mit Kamina. Naja, das meinte ich ja damit. Du fällst ins Wasser, was vom Main-Tub aus Wasser gezogen. Ach so, ja, stimmt, du hast recht. Du hast recht. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Du hast echt recht, ja. Ja, also, ja, du fällst ins Wasser und auf einmal kommt so eine Main-Person aus und rettet dich einfach. Ja. Zieh dich aus dem Wasser raus, genau. Ja, du hast keine Ahnung, wer es ist. Und hilft ja dann einfach. Meine Mom, sie wird wissen, was zu tun ist. Aber komm irgendwie schon. Kommt mir der Name Kamina bekannt vor, keine Ahnung. Ja, komm, Kamina, komm. Hallo. Rai, Kamina Rai. Warte mal, Kamina Rai. War nicht Thomas Rai der mit dem Flugzeug? Weißt du noch, der eine mit dem Flugzeug, der mit dem gelben, Oh stimmt, das kann sein. Die haben ja das Kind da bekommen in der Mitte. Jetzt haben wir nicht, dass das Baby, was wir da hingefahren haben. Moment, ich mache Recherchen. Okay, mach Recherchen. Du bewegst dich nicht von der Stelle. Nee, ich guck mir gerade hier die Landschaft an, das sieht ja mega aus hier. Ja, sieht mega aus. Fuck, why? Mein Vater versucht sich zu wehren. Also haben sie sich erst ihn, das Haus geschnappt. Meine Mutter und ich mussten allein neu anfangen. Oh, wie schön das Wasser aussieht, so schön türkisblau. Aber meine Mom hat die Überlebenden zusammengetrommelt und wir haben versucht, einen sicheren Ort aufzubauen. Boah, Alter. Seht ihr das mal an hier. Könnte ich jetzt noch... Ah. Ja. Hätte ich die Maus noch... Ja, wie soll man es nennen? Unempfindlicher gemacht, weißt du? Dann könntest du hier schön cinematic... Ja. Ne? Sieht aber schon geil aus. Schwein. Ich guck noch. Ich gebe einfach mal Far Cry. Ja, ansonsten 5. Werden wir bestimmt das früher oder später herausfinden. Also ja, aber ich gebe mal Far Cry 5 Personen. Begleiter. Wer ist mit Namen? Rai, ja. Desto größer werden unsere Chancen, das alles zu überleben. Ja, hier gibt's den Nico Rai. Nick, genau, Nick hieß er, ja. Das ist ja mit dem Dingens gewesen mit dem sein, Flugzeug, mit dem Flugzeug. Nick. Why? Bilder. Internet. Kann ich hier auf die Ratten boxen? Ja, ich glaube Ratten boxen. Wow. Wir sind haarlose Ratten. Kann ich auch treten. Ja, ich kann sie auch wegtreten. Nick weiß der mit dem Flugzeug. Ob das der Opa ist von der oder der Vater? Keine Ahnung. Ja, müsste der Vater dann eigentlich sein. Huh. Also ich kann es mit der los, ne? Ja. Alter, aber die Landschaft, die sieht ja wirklich mega aus. Ja. Also wow. Ich liebe ja so postapokalyptische Welten, ne? Also. Ja. Das ist genau mein Style. Noch nie so eine schöne Landschaft irgendwo gesehen. Direkt mal Blumen treten. Aber das Schöne ist, ich kann wieder treten. Das ist. Wie drehst du denn? Mit F kannst du treten. Ah. Aufs Dach wollte ich eigentlich nicht, aber boah. Boah, lass das dir erstmal auf der Zunge zergehen hier. Ja. Wieso habe ich denn hier Polarlichter? Aha.
Ja, vielleicht wegen der Atombombe. Atombombe. Also auch eine Atombombe, was eine normale Bombe. Das war eine Atombombe, oder? Es waren mehrere Atombomben. Ja. Oh, ich hab grad schon gesehen, Sägeblattwerfermunition. Boah, ich bin jetzt an so einer Brücke, die auf der halber einstürzen ist. Mhm. Du bist noch ein bisschen weiter hinten, glaube ich. Ja, ich war gerade an so einem Gebäude noch. Aber dann warte ich hin, dann sagt da ist hier die Brücke, ja. Ich spiel's jetzt in der Brücke und dann bekommst du einen neuen Suchpunkt. Dann bleib ich hier stehen und sagst, wenn du noch was. Ja, da oben steht ein Elch. Ah. Ja, und hier stehen noch überall diese alten Autos, die man quasi diese Pickups stehen hier überall rum. Okay. Also, das heißt überall, aber ab und zu sieht man so einen Pickup, so einen verrosteten. Die gab's ja da als Fahrzeug, die man fahren konnte. Mhm. Yucca-Palme. No hope. Ja, ich bin jetzt an der Brücke, ja. Okay, dann geh ich mal weiter. Ich muss nämlich zu dieser Mine gehen. Oh, aber dieses Wasser, das sieht so schön aus, ne? Das Wasser sieht mega aus. Also Sea of Thieves hat mir gesagt, das ist eigentlich das beste Wasser, aber das hier. Rush sollte das letzte Puzzlestück ja sein, damit wir uns endlich wehren können. Ja gut, das ist jetzt was anderes, aber ja, klar. Das ist ja gut, Wasser, aber trotzdem. Haben sie geil animiert. Sieht wirklich gut. Um wenn ich mal an Watch Dogs 1 Wasser denke. Oder ein Assassin's Creed 1 Wasser. Oh. Wo ich mal drin schwimmen kann. Ne. GTA 3 Wasser, wo du drin ertrunken bist. Ah, er sieht mal aus wie ein Sägewerk-Knurre. Aber es ist eine Mine. Ah. Also in dem Sägewerk war aber bestimmt mein Far Cry 5. Das kann gut sein. Aber 100 Pro mal drin. Ich kann mich halt nicht mehr dran erinnern, weil ich schon so lange her. Ja, was heißt dran erinnern? Man kann es wiedererkennen. Ja. Also wir werden bestimmt so zwei, drei Punkte haben, die man auf jeden Fall deutlich wiedererkennen wird. Vielleicht steht ja irgendwo dieses Anfangsdorf, was wir befreit haben, irgendwo rum. Also ein paar Ruinen noch. Ja, ich habe einen Stock. Muss Leute damit erschlagen gehen. Aber bevor ich was herstellen, gebe ich aber jetzt alles durchsuchen hier. Ja, ich bin auch schon überall am Looten. Schon die ganze Zeit. Hier kommen aber nicht rein, hier ist noch ein Schloss vor. Die Pistole habe ich durch den Zufall wieder verloren. Aha. Du kannst das Schloss aber mit dem Ast kaputt hauen, also. Echt? Ja, ich hab's gerade kaputt gehauen. Na dann. Obwohl es aus Metall ist, aber okay. Ja, klar. Rost. Mehr muss man nicht wissen. Rost. Punkt. Rost. So, dann geh ich mal in die Werkbank. Ja, gut, dann geh ich auch mal hin. Noch gepulvert, glutet. So, öffnen. An solchen Werkbänken kann man improvisierte Waffen bauen und Munition nachbauen. Ich kann ja noch keinen Sägewerfer herstellen. Ja, wir brauchen mehr Material. Ich muss mich umsehen. 35 von 40. Komponenten und Panzer. Ich habe 36 von 40 Panzer, der haben 34 von 40 Komponenten. Ich habe 35 von 40 und 41 von 40. Ah. Also kannst du jetzt keine Waffen mehr kaufen, sondern die musst du bauen. Ah, okay. Ja. Also ich denke mal, dass man irgendwo noch normale Waffen sich kaufen kann. Im Shop vielleicht gibt es irgendwo noch einen. Stimmt. Schleppen wir das Zeug zurück zur Werkbank. Oh, hier ist der Baseballschläger. Eine schöne Marke Baseballschläger, du. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich irgendwo Sachen finde. Ja, ich loot hier. Überall. Ich muss noch 4 Panzertape finden. Ah. Irgendwo läufst du Gangster-Bucke. Gangster. So, ich glaube, er müsste reichen. So, öffnen. Warte, noch nicht herstellen. Sägeblattwerfer, leise. Der Sägeblattwerfer VO. Ah ne, Variante 0 oder VO, keine Ahnung. Verschießt Sägeblätter, daher der Name. Die Blätter prallen bis zu 3-mal von allen außer dem Boden ab. Ah. 200 Schaden. Rang 1, ach du hast bestimmt wieder so Rangwaffen. Ah. Das erklärt die Schadenszahlen. Ja. Das ist am Ende wieder so eine Waffe, die Millionen Schaden macht und damit kannst du einen Feind mit 3 Schüssen erst töten. Ja.
Wo finde ich jetzt hier Panzertape, verdammte Axt? Ja, du kannst auch klettern, ne? Und ducken. Und ducken. So, stellen wir mich her, ne? Ja, dann. Go. Dann setze ich mich hier drauf. Einmal herstellen. Ja, mit Materialien. Erworben. Ja, machen wir hier. Interessant. Ja, habe ich mal so mit ein bisschen Klebeband und Materialien zusammengeklebt. Ja, ist aber Wahnsinn, auf Ultra-Einstellung mit 4K und auch noch dieses HD-Texturen-Pack drin. Ja. Kann ich einfach Takedown machen? Das ist lustiger. Waren aber gerade eben noch nicht da. Egal, Takedown. Wer hat uns die... Was zum... Da hat die Sägeblatt in der Schulter hängen. Ja. Ich denke, der Smoke kommt von dir. Gangster. Da dachte die eine hier, ich hab schon Schlimmeres gesehen. Oh Mann. Haben wir noch hier diese Slide-Animation? Oh, ah, hier liegt eine Pistole. Ah ja, das hat sie. Sag ja, hier an dem Auto direkt neben diesem Holland Valley. Hä? Vor der Brücke. Also wenn man noch nicht hochläuft auf die Brücke. Doch, du musst hochlaufen, den, wo die Autos links, rechts am Straßenrand sind. Ja. Vor der Brücke ist so ein pinkes Auto. Da ist auch ein Schild daneben und da liegt die Pistole am Fenster. Pinkes Auto, Schild daneben? Ja, wenn du vor der Brücke stehst. Ich muss doch hoch werden. Ja, ja. Ah, da, pinkes Auto. Ah, Pistole. Machen wir mal hier. Jawohl. Elegant. Ja, machen wir mal Bassverstärker da hinten. Far Cry 5 gäbe das ja nicht. Ich hab schon entdeckt. Au. Ja, Schadensanzeiger so, ja. Okay, hier ist irgendwo ein Sniper. Wo ist denn der Sniper? Den Schädel gespaltet. Zweit greift man so ein Tor an. Ernsthaft? Was hast du? Was hast du? Ich hab gesagt, zu zweit greift man so eine Art vor an. Ja. Ach, das ist so eine Vor, okay. Ein Außenposten, ja. Ja, Außenposten. Ich Was machen die für Geräusche? Ich muss gerade nur wieder ein bisschen in die Steuerung und alles reinkommen. Oh shit. Verteilt euch! Nimm den Feind! Ich bin aber keine schleimige Kröte. Hallo. In diesem Teil. Jetzt fängt die an zu ballern und hol ich Pistole raus. Ich prügel dich tot. Aber die Pistole ist leer. Wow. Alter, Sägeblätter. Double Kill. Lade nach. Dünner. Oh. Das heißt O. Halt still. Au. Oh, jetzt ist da was mir verdammt nochmal viel Schaden macht. Au. Ich hab's gemerkt, dass da die Kiemen rumlaufen. Ich treffe dieses scheiß Ding nicht. Also mit dem, ich treffe dieses scheiß Ding nicht. Mit dem Sägeblattwerfer. Ja. Oh, der, ah. Oh, ein Hund hilft mir. Er tötet sie. Kann ich hier irgendwo tun?
Oh Gott, wie viele sind das noch? Also ein paar, aber mir läuft hier ein Rund rum. Er killt mit. Ah. Ich muss Pistolenmunition irgendwo ergatten. Ist auch ein Hund, oder nicht? Ja, ist doch ein Hund, oder? Ich weiß, es sieht irgendwie komisch aus. Ah, das ist MG, was da ist. Ach, der hat eine Spritze, kann ich mir die nehmen? Wow. Ah ne, müsste ich gegen Sägeblattwerfer eintauschen. Mach ich nicht. Boah, ich muss natürlich genau im wichtigsten Moment so nachladen. Oh! Aua. Hallo! Was war's? Oh, mit dem Messer ins Auge gestochen! Hängt da noch irgendwo einer. Oh, da ist ein Fuchs. Alles klar, ein Hund. Da vorne ist ein Tunnel. Kein Hund. Ein Tunnel. Ja, lass mich erstmal looten, Damen. Und da kommt die Mucke wieder. Mm, yeah. Also, was nichts passiert, wer? Als wenn nichts passiert, kommt wieder eine Mucke. Yeah. Wer war so hobbylos und hat diesen Tunnel so bemalt? Oh Mann. Ey, warte, warte, geh doch nicht in den Tunnel rein. Nein, nein, ich bin noch am Looten. Mein Gott, Frau Halber, die Klappe, ich weiß, dass du fast zum Sterben bist da unten, aber es ist nicht so ein Grund, hier rumzufahren. Ah, ich hab einen Feind verloren! Halt still! Ich versuche hier was zu machen. Sieht aber echt schon Hammer aus. Okay, hier ist ein Tunnel. Ja, dann können wir rein. Ob wir, mal in so einen Bunker rein können, wo wir diese Endbusse gelegt haben? Ich hoffe es. Einige Stunden später. Okay. Komm. Komm, wir sind epische Cutscene. Das kommt mir jetzt so Country. Da ist das. Was ist das? Ich sehe nur ein blaues Zelt oder was das ist. Ach, was ist das? Oh. Das ist ein Dach. Hope Country. Da sind wir wieder. Zurück in der Heimat. Back in Business. Oh, vielleicht finden wir irgendwo das gelbe Flugzeug wieder. Ja. Ah, Prosperity. Sie hat gesagt, dass das Mom noch lebt. Vielleicht erkennen wir sie wieder. Ja, wer weiß. Kim Rai ist die Anführerin von Prosperity. Okay. Nicht essen noch was. Mhm. Ich hab mir einen Schuh gegönnt. Ach, das ist diese Chinesin, ist das? Ja, für mich ist das. Das ist. Hat sie wieder zwei Kinder? Drei Kinder? Kinder, geht wieder rein. Ja, drei Kinder. Was ist los? Es kam ein Zug voller Leute, die uns helfen wollten. Aber. Die Highwaymen, die Zwillinge. Sie haben Rush. Alle anderen sind tot. Also ist sie, die Olle. Ja, die Olle. Es war furchtbar. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hätte da nicht hingehen sollen, Mama. Ich. Oh, Schätzchen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wird keiner mehr kommen. Wir sind allein. Ganz allein. Ich bin da. Und da sind wir. Hallo. Und da kommen wir ins Spiel. Und ab diesem Moment kommen wir ins Spiel. Teil 1. Wie, es gibt mehrere Teile. Prosperity. DLC. DLC. Genau. Yay. You pay the game. Ob Vic noch lebt, der wäre ein cooler Typ. Bitte. Ja. Du kannst mit einer Waffe umgehen.
Du kennst dich gar nicht. Teil besser aus als sonst. Wir kennen das Tal noch vor der Zeit des Euren. Ja, wir kennen das Tal besser, als ihr kennt. Ja. Rush sollte uns helfen, einen sicheren Ort. Wir haben jedes Prepper-Versteck gedeckt. Ja, jedes. Jedes einzelne. Wir haben jede verdammte Nebenquest gemacht. Ja, und wir haben jeden Comic aufgesammelt. Jeden verdammten Comic. Man hat eine Bombenmunition. Aber es ist unsere einzige Chance. Weißt du, da meinte der Typ, also, oh, das ist krass, Waffen, da, wir brauchen Munition. Ja.